Plum. Plum. Ah, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Wo ist hier das Schalterchen für... Na, noch haben uns die Dinger nicht gesehen. Noch haben wir hier ein wenig Narrenfreiheit. Ich weiß aber nicht, wie lange das wirkt. Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter. Verdammt, hier hat es kein... Gut. Gut, gut, gut. Wir haben uns noch retten können, dank dem Countdown. Das ist schon mal etwas. Aber... Ah, ich muss wahrscheinlich da runter. Gut, dann werde ich erstmal kurz mir nochmal versuchen, diesen Safe anzueignen. In der Hoffnung, dass es jetzt besser funktioniert als vorher. Weil ich möchte dann doch etwas ja, wohlhabender sein. Aufgrund meiner momentanen Lage. Und klick. Autsch. Das war etwas schmerzhaft. Ach, das wird ja immer schlimmer hier. Na, super. Okay, okay, okay. Ich lasse sie ja schon, ich lasse sie ja schon. So, wir wissen ja, wo wir hin können, ohne dass wir hier großartig gefunden werden. Ich glaube mal, dieser Platz hier passt schon relativ gut. Ich nicht glaube, dass hier mal eben diese Sicherheitsspots rumwursteln. Eieieiei, was für eine Aufregung, was für eine Aufregung. Das wäre mir irgendwie ja nicht so gefallen. Der Countdown ist irgendwie weg. Aber nicht abgelaufen. Eieieiei, was hier so alles los ist. Ich glaube, ich möchte zuerst in den Pawnshop und dann mich nochmal um den Safe kümmern, weil anders... Oder halt... Ich habe so ein bisschen die Nase voll und wir haben so viele davon, dass ich richtig die Nase voll habe. Probieren wir das einfach mal aus. Fomp. Danke. Du hast nichts drauf, mein Freund. Du kommst hier rein, schreist rum. Glaubst du etwa im Ernst, ich finde dich nicht? Hast du das wirklich geglaubt? Ich glaub's nicht. Wow! Dich habe ich jetzt nicht gesehen. Na gut. Ich glaube, wir haben hier ein klitzekleines Problem. So, jetzt sind wir erstmal so ein bisschen geschützt. Ah, ich sehe schon. Hier hat es noch mehr zum Durchsuchen und Durchforsten. Leiche? Leiche. Eindeutig Leiche. Ah, schön, dass ihr mir helft. Sehr nett von euch. Meine Lieben, wo wollt ihr hin? Ach, verdammt. Jetzt hauen sie einfach ab. Naja, soll nicht unser Schaden sein. Ich glaube, hier waren wir schon einmal. Haben aber nicht richtig durchs... Natürlich, natürlich. Wir waren hier schon einmal. Und irgendwie haben wir aus irgendeinem Grund die Medistation nicht gehackt. Warum haben wir das nicht getan? Aua. Da verliere ich ja schon fast mehr Leben, als dass ich dazu bekomme. Aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein, denn wir brauchen Verbandskästen. Aua. Stirb! Stirb, du Luder, stirb! Geld, 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 Geld ist gut. Geld ist immer gut. Oh, ich glaube, wir haben gerade Alk getrunken. Das beeinträchtigt so ein wenig meine Fähigkeiten, diesen Herrn hier zu steuern. Ist er wer? Ah, hier rennen wieder irgendwelche Leute rum.
Aber wir haben Geld. Wir haben Geld. Und das werden wir nutzen. Dieses wunderbare Geld. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Ach, hey, hey. Na gut, dann, wir brauchen Nieten. Nieten, Nieten. Ganz wichtig, Nieten. Da kann mir alles andere egal sein. Hauptsache, ich habe Nieten. Meine Präzisionsgeschütze. Ah, du hast auch bestimmt schon mal bessere Tage gesehen. Ich höre hier schon wieder eine. Ah, ich sehe schon. Hier könnte man eigentlich nur looten. Und zwar die ganze Zeit nur looten. Durch die Gegend rennen und looten, habe ich das Gefühl. Aber das wäre irgendwie so ein bisschen langweilig, deswegen lasse ich das einfach. Weil hier kommen sämtliche Splicer aus allen Ritzen gekrochen. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir müssen hier runter. Und mit dieser Forschungskamera können wir uns nämlich so einiges aneignen. Allerdings wird das gerade unser geringstes Dieses Problem Ding ist ein sein. wahres Technicolor Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über Das seine ist doch schon mal DNS. anfangen. Wir üben das mal kurz, ja? Wir üben das mal kurz. Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf und Thuglish Splicer, Forschungsbonus, erhöhter Schaden. Wunderschön. Dass sie anfällig für Antipersonenkugeln Dann sind. beschieß ihn mit allem, was geht. Du bist ein bisschen langsam, mein Freund. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Hallo. Lead-Head-Splicer, Forschungsbonus, erhöhter Schaden. Nimm jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt werden wir erstmal alles mitnehmen, was uns irgendwie übrig bleibt. Wieder diese vicious Music. Mir will das einfach nicht gefallen. Mir will das absolut nicht gefallen. Auf zur Skid Row. Und wollen wir mal gucken. Okay, hier will er mich hinlotsen. Na gut, dann wollen wir mal. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Oh je. Nicht gegen mich. Geh gegen den. Los. So, wo ist denn unser Freund? Oh, da ist er, ja. Panzerbrechende Muni. Boop. Ah. Komm rum, Sackratte. Ah. Ich verbrauche hier ein. Das Mistvieh. Danke sehr. Das hat jetzt aber auch gedauert. Und du, Kleine, du kommst mit. Los. Die andere, die wollte ja nicht mehr mit mir mitkommen. Deswegen wirst du jetzt mal mitgehen müssen. Alter Falter. Na, das ist ja mal ein Spaß. Wie hebe ich das jetzt auf, ohne es auszulösen, wäre natürlich jetzt die interessante Idee. So, dann mache ich es einfach kaputt.
Was anderes bleibt einem ja nicht. Gekochte Pilze! Schön. Gut, und da die Kleine uns hoffentlich ein bisschen weiterhilft, was unsere Adam-Zufuhr angeht, können wir ja noch so ein bisschen was rausschlagen. Na komm, gib mir die Eve-Spritze. So, und dann guck mal, was wir uns so kaufen könnten. Kugeln haben wir, Schrot brauchen wir keinen, Heckpfeile haben wir auch genug. Also einer reicht auf jeden Fall. Ansonsten haben wir ja noch unsere Autoheckpfeile. Verbandskästen würde ich gerne zwei mitnehmen. Eine Eve-Spritze würde ich gerne mitnehmen. Uiuiuiuiuiui. Da droppen die Frames. Da will man bloß mal so eben so ein bisschen Eve holen und dann kommt sowas. Dann möchte ich... Naja, gut, nehmen wir noch einen Heckpfeil mit. Man weiß ja nie... Uiuiuiuiui, wo gehen denn meine Frames hin? Die hüpfen von A nach B. Das gefällt mir natürlich absolut gar nicht. Ein zweiter? Was ist denn hier los? Ah, 6 Frames pro Sekunde. Spiel. Was ist los mit dir? Magst du mich nicht mehr? Na gut, dann werde ich kurz mal die Aufnahme pausieren und nochmal neu starten. Ganz kurz. Dann sehen wir uns. Obwohl, nein, gerade haben sich die Frames nicht beruhigt. Das hat so keinen Zweck, meine lieben Shooter-Freunde. Ich werde euch Bescheid sagen, wenn sich die Story wieder beruhigt hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und... Naja. Tschüdelü!